Vitamin D3 bringt dir allein gar nicht so viel, wenn die Basis nicht funktioniert. Insofern, die Ernährung ist die Basis, Food first und dann on top eben Feintuning mit dem Boning-Protokoll. Ein gesunder Körper ist immun gegen Karies. Ein gesunder Körper ist immun gegen Zahnfehlstellungen. Jeder Health Coach oder Personal Trainer oder Fitness Coach oder Arzt sollte eigentlich eine Mundhöhle diagnostizieren können. Lass den Scheiß weg. Welcome to the NHTC Podcast. The podcast beyond fitness, hosted by Nick and the NHTC crew. Hallo Dome, danke, dass du da bist bei uns im Podcast. Für alle, die dich nicht kennen, bitte stell dich mal kurz in ein paar Sätzen vor. Hey Nick, ich danke dir für die Einladung. Ja, mein Name ist Dr. Dominik Nischwitz. Dr. Dome, ich bin Spezialist für biologische Zahnmedizin und Keramikimplantate. Könnt mich auch als Gesundheitsbegeisterten oder Health Enthusiast bezeichnen. Ja, im Endeffekt kümmere ich mich um das Konzept Gesund beginnt im Mund und darüber reden wir heute auch. Ja, hast du auch ein Buch, das genauso heißt oder sehr, sehr ähnlich. Das heißt, in aller Munde, sehen auch alle, die auf YouTube jetzt zuschauen, steht bei uns am Tisch. Kann jeder gerne auf Amazon oder auch bei dir auf der Seite, glaube ich, beziehen. Gibt es in Deutsch und Englisch, je nachdem, was einem lieber ist. Ich danke dir, ja genau. Das Buch habe ich geschrieben quasi für den Jedermann. Das ist kein medizinisches Fachbuch, das ist wirklich das erklärt dieses Konzept, was das überhaupt bedeutet. Was bedeutet für mich überhaupt biologische Zahnmedizin? Was bedeutet biologische Zahnmedizin für dich? Genau, biologische Zahnmedizin aus meiner Sicht ist die Verschmelzung von dem Hightech-Handwerk, also der Hightech-Zahnmedizin, Gesundheitsoptimierung oder Health Optimization und funktionelle Medizin, Functional Medicine, Biohacking nennen es manche auch. Mhm. Also es ist einfach die Verschmelzung all dieser Dinge und das Ziel ist, wie kriege ich meinen Patient so gesund wie nur irgendwie möglich. Also es geht um optimale Gesundheit, nicht Gesundheit in der Definition Abwesenheit von Krankheit, wie es medizinisch generell üblich ist, sondern wirklich, der Mund ist Spiegel für die Gesundheit und man kann als biologischer Zahnarzt einfach daran schon sehr, sehr viel erkennen, nur beim kurzen Blick in die Mundhöhle. Und es ist sehr, sehr wertvoll und aus meiner Sicht ist eben die Zahnmedizin Schulmedizin, also der Unterschied ist im Endeffekt, dass wir einfach noch ein paar Wissenslücken schließen müssen. Es fehlt eigentlich die Software, die Upgrades. In der Uni lernst du Zahnmedizin eher wie das High-End-Handwerk. Ja, da geht es darum, was die meisten ja da draußen auch denken. Ja, ein Zahnarzt, da geht man hin, wenn man Zahnschmerzen hat, wenn man ein Loch im Zahn hat, da wird gebohrt, dann wird das Loch geflickt. Wenn es arg wehtut, gibt man eine Wurzelbehandlung oder man kann auch vielleicht einen Zahn ersetzen. Eventuell wenn ich da kurz einhaken darf, oft sehr negativ behaftet. Zum Zahnarzt gehen ist mit Schmerz, mit teuren, also mit viel Kosten verbunden, aber könnte, wenn ich jetzt zu dir gehe, könnte es ja auch sehr positiv behaftet sein, weil du optimierst ja in erster Linie den ganzen Körper und wenn ich das vertreten kann in deiner Meinung, wenn der Körper gesund ist, bräuchte man ja gar nicht zum Zahnarzt gehen, außer es liegt strukturelle Schäden vor. Ja, exakt. Das ist auch die Idee für die Zukunft. Ganz genau richtig. Der Zahnarzt hat den Ruf, oh Gott, ich muss zum Zahnarzt. Das tut weh, Schmerzen, Löcher bohren, also quasi Füllen und Schmerzbehandlung, eventuell vielleicht noch Polieren und Ästhetik. Ja. Aber das geht eben weiter, ja. Das, was wir hier machen, ist eigentlich die Evolution der Zahnmedizin und Medizin und das Ganze miteinander verschmelzen lassen. Und es ist wirklich so, dass meine Patienten, die warten natürlich auch sehr, sehr lang, beschäftigen sich damit viel. Es sind chronisch kranke Patienten, aber auch heutzutage viel, viel mehr eben Leute so wie du und ich, die einfach danach suchen, wie kommen wir aufs nächste Level, was können wir optimieren und da spielt eben viel, viel mehr rein und eigentlich Zahnmedizin, das muss so wirklich gar nicht geben. Jeder Health Coach oder Personal Trainer oder Fitness Coach oder Arzt sollte eigentlich eine Mundhöhle diagnostizieren können und sehen können, okay, das ist da momentan da, okay, bei dem Menschen müssen wir noch viel reparieren, leider, aber für die Zukunft, für eure Kinder und so weiter ist die Idee, wie du es schon gesagt hast, ein gesunder Körper ist immun gegen Karies. Ein gesunder Körper ist immun gegen Zahnfehlstellungen. Ein gesunder Körper ist immun gegen all diese chronischen Probleme. Und das fängt eben schon sehr, sehr früh an, eigentlich im Mutterleib. Und das ist natürlich ein Mindset, das wir erst schulen müssen. Heutzutage müssen wir leider halt auch noch oder wahnsinnig viel reparieren. Ja, was Zahnmedizin vielleicht auch schon handwerklich verbockt wurde oder halt nicht anders gemacht werden konnte. Und da brauchen wir technische Möglichkeiten, biokompatible Materialien. Das gehen wir ja alles durch, weil wir so ein Riesenthema haben, der Zahn, und sehr, sehr wichtig ist und auch jeder
viele Themen darüber hat. Fangen wir mit der Mundhöhle an, beziehungsweise mit dem Mundraum. Was ist der Mundraum, was ist die Mundhöhle, wird sich die verändert in den letzten 100 Jahren? Die Mundhöhle, das ist der Eingang in euren Körper. Wenn man sich so vorstellt, ist der Magen-Darm, da ist ein Schlauch, der durch euer System geht. Ja? Der fängt hier vorne an und hört hinten am After sozusagen auf. Genau. Und Leute übersehen, dass es eben der Eingang ist, und viele in der funktionellen Medizin oder denken immer an Gesundheit beginnt im Magen-Darm-Trakt. Das ist korrekt, aber der ist eben schon im Mund. Und der Zahnarzt sieht halt leider erstmal nur die Zähne und leider nicht als die Organe, die sie sind, sondern eher als Beißwerkzeug. Ja? Die müssen halt zum Kauen funktionieren. Macht auch Sinn, weil aus der Geschichte waren wir natürlich früher mal, sagen wir mal vor 100 Jahren, waren wir alle Dentisten. Da wurde das noch nicht studiert. Das war kein medizinischer Beruf, ist aber über die Jahre geworden und basierte eben auf diesem Handwerk. Und da fehlt es einfach noch so ein bisschen, weil Zähne sind, natürlich sind die irgendwann ausgewachsen, aber die haben eine Blutversorgung, die haben eine Lymphversorgung, die haben eine Nervversorgung, die haben sogar ein autonomes Nervensystem, inklusive Anschluss an Trigeminus und an Nervus Vagus. Und, das wäre gleich die nächste Frage. Was ist der Nerv Trigeminus? Im Endeffekt sind es kleine Organe, die als Verlängerung von eurem Gehirn im Mund sind, also das ist das Ende, wie euer Auge. Und der Trigeminus ist einer der 12 Hirnnerven, die eben da hinten im Hirnstamm beginnen. Da gibt es auch den Nervus Opticus, da gibt es den Nervus Accessorius, das weißt du, der aktiviert dann Trapezius und so weiter. Und der Trigeminus geht eben hier raus, hat für drei Äste, die im Endeffekt so verlaufen, einer nach oben, an einem Auge hier, eine hier ungefähr, ein Oberkiefer, ein Unterkiefer. Mhm. Und der nimmt 50% der Hirnnervenkerne da hinten ein. Also der ist sehr, sehr stark repräsentiert im Nervensystem, weil der wahnsinnig wichtig ist. Und jetzt stellt euch vor, die Zähne sind einfach also nur eine Verlängerung eures Gehirns, genauso wie auch eure Augen oder eure Nase. Und die sind ja, das ist eigentlich faszinierendes Material. Das ist hart wie Stein, ja, so ein Zahn, wie Granit. Und gleichzeitig ist ein Zahn so sensibel, dass er ein Haar tasten kann. Das gibt es sonst eigentlich nirgendwo. Der Kiefermuskel ist ja auch der stärkste Muskel überhaupt oder auch das kräftigste Gelenk. Ja. Das Gelenk hier hinten, was ihr vielleicht nicht wisst, ist an sich das Wichtigste in eurem ganzen Körper, auch strukturell gesehen. Da gehen 50% eurer gesamten Nerven durch. Auch wichtig für dich als Trainer, das weißt du wahrscheinlich eh, aber für eure Zuhörer. Okay, cool. Wenn wir noch über die Mundhöhle sprechen, denkt man, beziehungsweise Mundfehlstellungen, Kieferfehlstellungen können ja oft passieren durch das Fernbleiben von Stillen. Deswegen ist es so wichtig, dass Kinder bzw. Säuglinge stillen, bei der Mutter nicht nur für die Muttermilch, aber, also vorausgesetzt, die Muttermilch ist nicht toxisch, da muss man mal voraussetzen, für die Kieferentwicklung. Wieso ist das so? Ja, korrekt, genau. Also die Natur hat sich eigentlich alles richtig überlegt. Wenn man an der Brust saugt, das Baby, das an der Brust saugt, braucht einfach ungefähr 10-mal so viel Kraft für die Muskulatur hier unten, also für Masseter und die ganze Unterbodenmuskulatur, als zum Beispiel an einer Flasche zu nuckeln. Mhm. Und was dabei trainiert wird, ist eben durch das Saugen, wird im Endeffekt dieser ganze Unterkiefer- und Kieferapparat nach vorne bewegt und wird groß. Gleichzeitig, wenn du trinkst am Nippel, musst du durch die Nase atmen. Das geht gar nicht anders. Insofern wird direkt auch die Nasenatmung mittrainiert, die von Natur aus sowieso normal ist. Eine Mundatmung ist schlicht und einfach nur eine Adaptation an Fehlprobleme, an Probleme und Fehllagen. Und so entwickelt sich eben der ganze Kieferapparat, und auch durch die Nasenatmung wird das alles breit und weit. Also Unterkiefer kommt vor, Muskeln werden stärker und natürlich zusätzlich, hast du ja auch schon angesprochen, die Muttermilch, wenn sie nicht gerade giftig ist, ist eben das Immunsystem fürs Baby. Und es gibt eigentlich nichts Besseres, wenn die Mamas in der Lage sind, das zu machen. Es geht ja leider nicht immer, aber wenn es geht, ist ideal, 18 Monate zu stillen. Super. Ist auch gut, weil das wäre gleich die Überleitung zum nächsten großen Punkt, das ist das Mikrobiom. Und wir haben ja vorher schon, oder du hast vorher schon erwähnt, Mundmikrobiom und Darmmikrobiom. Jeder redet vom Darm, wenn man über Mikrobiom spricht, und fast keiner über den Mund, aber es startet ja ganz im Mund. Wie wichtig ist das, beziehungsweise was kann man machen, damit meine Mundflora optimal ausgebildet ist? Ja, genau. Das Mikrobiom entwickelt sich direkt schon, wenn ihr auf die Welt kommt, durch den Geburtskanal durch, bekommt ihr im Endeffekt die Vaginalflora von der Mutter im Mund und dann über die Muttermilch weiteres Mikrobiom aufgebaut. Dementsprechend, wenn ihr einen Kaiserschnitt seid, sieht es schon mal ganz anders aus. Ja. Dann bekommt ihr Krankenhauskeime, also ein anderer Start. Und das sind eigentlich viele Auswirkungen, auch auf die Intelligenz danach rückzuführen, auf IQ-Level und so weiter, BDNF.
Glaubst du, sieht man da Parallelen in der heutigen Zeit, weil es einfach alles sehr steril zurzeit ist? Wir sind nicht mehr draußen in der Natur, weil wir virtuell eingeengt werden. Wir sollten uns alle sozial distanzen, sehr oft die Hände desinfizieren, sehr oft alles reinigen. Das heißt, das Immunsystem kann sich nicht so stark entwickeln. Ja, auf jeden Fall. Also ich halte davon überhaupt nicht, sich ständig zu desinfizieren und alles zu reinigen. Ist halt jetzt momentan natürlich mit der Pandemie noch viel, viel extremer in Fokus geraten. Generell galt eigentlich immer die Regel, das habe ich so von meinen Eltern gelernt, iss ruhig den Dreck. Ja. Ja, iss der Dreck. Alle Kinder sollen draußen spielen, sollen ihre Finger nicht waschen, sollen halt alles futtern, was irgendwie geht. Dadurch wird das Mikrobiom natürlich auch diversifizierter. Überleg doch mal, die ersten 3 Jahre stopft sich ein Baby alles, was nur irgendwie geht, in den Mund rein. Ja, weil es auch sensorisch sieht, oder? Über den Nerv gehen muss. Ja, also es ist natürlich für das wichtig, sensorisch. Aber riechen, auch fürs Mikrobiom, ja. Riechen, schmecken, genau, und das Mikrobiom baut sich dadurch auf. Umso mehr verschiedene Keime und Bakterien ihr eigentlich kriegt, umso besser. In der Natur, sagen wir mal vor 100 Jahren, als wir keine Supermärkte hatten, da kriegt ihr durch, habt ihr durch alles Bakterien oder Mikroorganismen in euch reinbekommen. Vielleicht hat noch jemand irgendwo einen Apfelbaum im Garten. Ein Apfel in der Natur hat sowieso Haare oben drauf. Ja, mhm. Oder jegliches Obst hat eigentlich wie so kleine Haare. Weißt du, was ich meine, oder? Ja. Das ist auch ein Biofilm. Ähnlich wie der Biofilm auf euren Zähnen. Und den Biofilm, wenn ihr den esst, das ist wieder euer Mikrobiom, das verändert wird oder sich verbessert. Insofern, euer Mikrobiom im Mund ist ein Spiegel für euren Lifestyle. Die Ernährung, die ihr halt habt, es kann sein, ihr esst eine Standardernährung, Standarddeutsche Ernährung, Standardamerika-Ernährung, also quasi viel Mist. Dann habt ihr natürlich ein komplett anderes Mikrobiom wie jemand, der sich jetzt Paleo ernährt oder der eben auf Nährstoffe genau achtet oder so artgerecht wie möglich, also natürlich wie möglich ist. Das ändert sich. Und das ist eben wichtig, dass man da dass man da eben wahnsinnig viel selber in der Hand hat. Und natürlich zusätzlicher Punkt neben dem Lifestyle der Ernährung ist, was wurde in der Mundhöhle schon an Reparatur gemacht? Gab es mal Löcher? Wurden da Füllungen eingebaut? Vielleicht sogar die schwarzen Amalgamfüllungen? Sind irgendwelche anderen Metalle drin? Tote Zähne? All die Störfälle, über die wir noch sprechen werden, die verändern aktiv euer Mikrobiom, führen zu chronischen Entzündungen, die sich zum Beispiel Leaky Gut nennen, Leaky Gum nennen, was im Endeffekt in der funktionellen Medizin dann auch als Leaky Gut bei der unten bezeichnet wird. Also es ist das klitzegleiche Prinzip, es fängt nur halt oben auch schon an. Okay. Du hast über einen Biofilm gesprochen. Das sind eigentlich sozusagen, wie man es unten an einem Schiff kennt, viele Bakterien, die sich ansammeln und so eine schleimige, unter Anführungszeichen, Schutzschicht bilden, wo ein sehr diverses Mikrobiom stattfindet und das wiederum gut ist für Immunsystem und so weiter. Genau. Biofilme gibt es überall. Und Biofilme gibt es in eurem ganzen Körper, die gibt es auf euren Zähnen, die gibt es an eurem Zahnfleisch, die gibt es in euren Faszien, die gibt es in euren Organe rum, die gibt es überall. Und die sind nicht per se gut oder schlecht. Das Ding ist, wir wollen ein Immunsystem, das quasi in der Lage ist, in Harmonie zusammenzuleben mit so vielen verschiedenen Kreaturen wie nur irgendwie möglich. Wie auf der Welt. Wir wollen Harmonie haben zwischen Schwarzen, Weißen, Gelben, allen Leuten, ja, und kein Streit. Das Immunsystem ist zum Schlichten da. Das ist quasi eure Polizei, eure Armee, die dafür da ist, Pilze, Viren, Bakterien und so weiter, Parasiten aggressiv abzuwehren. Ziel ist aber, wie gesagt, dass das in einem Einklang lebt. Problem ist aber, und da spricht man in der Medizin von Dysbiose, das ist, wenn sich dieses Mikrobiom verändert und wenn jetzt eben Bakterien, zum Beispiel anaerobe Bakterien, vermehrt auftreten, die in kleinen Mengen kein Problem sind, weil euer Immunsystem die einfach kontrolliert, sagt, okay, die bösen Jungs, die hocken da hinten rum, aber wenn dich die jetzt einfach verstecken können oder man sagt compartmentalizing, also wenn die sich in Gruppen in zusammenschließen oder können, ja, also abgeschotten vom Immunsystem leben können, dann kann es natürlich riesen Probleme machen, weil die natürlich auch Abbauprodukte haben, Lipopolysaccharide oder auch Stoffwechselendprodukte, die eben Themen haben. Und man weiß zum Beispiel auch, dass wenn ihr mal schwarze Amalgamfüllung drin hattet, also quecksilberhaltige Füllung, Quecksilber tötet gute Bakterien ab, verändern euer Mundmikrobiom und wenn ihr das jeden Tag schluckt, verändert es auch euer Darmmikrobiom. Was wiederum Depressionen hervorruft oder ein Shift in den Neurotransmittern und so weiter. Also die Kette nach unten ist sehr, sehr riesig. Ja, genau. Also Quecksilber spielt immer eine riesige Rolle. Es ist einfach
das giftigste nicht radioaktive Element und kann im Endeffekt an jeglicher Entstehung von egal welchem Symptom beteiligt sein. Es ist nicht immer die Hauptursache, aber klar, ich meine, es gibt ja den Mad Hatter, das sind die Leute, die früher ihre Hüte, die Hüte da, die großen Hüte gemacht haben, die haben immer ein bisschen Quecksilber rumhantiert und die sind alle verrückt geworden, deswegen nennt man das ja die Mad Hatter Disease. Also Quecksilber ist schon... Gehen wir eh noch speziell nachher an. Ja, gehen wir speziell nachher noch genauer an. Ja, genau. Dann zum nächsten Schritt wäre, in der Abwärtsspirale wäre das Pellikel, also das Zahnoberhäutchen. Das Zahnoberhäutchen ist das, was ich recherchiert habe, ist, wenn ich mit meiner Zunge über die Zähne fahre, ist es sehr, sehr glatt. Ja. Lipide oder Fette, also gute Fettsäuren, bilden diese Schutzschicht, dieses Zahnoberhäutchen. Für was ist das genau gut? Genau, Lipide, aber auch natürlich Proteine, Peptide, alles drum und dran. Ich stelle mir so vor, und das ist ein bisschen Marvel Comics, wenn ihr den Venom kennt, ich stelle mir das so vor wie der Venom, wenn er sich über jemanden drüber stülpt. Also es ist wie so eine Art Netz, der sich die ganze Zeit ab und auflöst, also wieder dran geht, abgeht, um den Zahn. Warum? Weil der Zahn ist nicht fest wie steinhart in euren Kiefer reingemauert, sondern der Zahn ist eher, kann man sich vorstellen, der steckt im Zahnfach und hängt an so Fasern. Das ist wie so ein Trampolinaufgang, weil der 15.000 Mal pro Tag kaut ihr und dann muss der sich in alle Richtungen auslenken. Der kann nach unten rein, kann zur Seite, nach links, rechts, nach oben. Und dabei gleiten auch die Flächen aneinander und damit sich das nicht abreibt, ist das Pellikel schon mal da. Auf der anderen Seite ist das Pellikel, hat natürlich auch immunologische Fähigkeiten, aber es ist primär ein Schutz. Okay, cool. Nächstes wäre dann der Speichel, weil viele glauben ja, dass das Einspeicheln von den Zähnen dieses Pellikel eigentlich ersetzt, beziehungsweise nicht ersetzt, sondern die kennen dieses Pellikel gar nicht, sondern glauben, der Speichel macht dieses glatte Zahngefühl. Speichel ist extrem wichtig. Warum ist Speichel wichtig? Kurzer Fun Fact, wir produzieren 1,5 Liter pro Tag circa an Speichel. Also ja, Speichel ist immens wichtig, weil Speichel enthält euer Immunsystem, Speichel remineralisiert eure Zähne die ganze Zeit. Speichel verdaut euer Essen vor. Ja, da sind natürlich schon Enzyme drin, Amylasen zum Beispiel auch. Eigentlich alles, Proteasen, Amylasen, Lipasen, alles im Speichel schon drin. Für alle, die es nicht wissen, diese Enzyme, Proteasen ist zum Proteinverstoffwechseln, Amylase für Kohlenhydrate zu verstoffwechseln und Lipasen zum Fette verstoffwechseln. Ja, sorry. Genau. Und Peptide sind dran. Also Peptide sind im Endeffekt kleine Aminosäureketten, wie zum Beispiel... Da ist ein besonderes drin, das wisst ihr alle, wenn ihr euch verletzt oder so, dann nehmt ihr immer einen Finger oder die Wunde, leckt ihr ab. Das hat schon eure Mama bei euch gemacht. Ja. Das macht man auch bei kleinen Babys. Und wenn irgendwas verletzt ist, direkt Finger im Mund nehmen. Das ist quasi auch verschiedene quasi regenerative Peptide da drin. Das gleiche gilt natürlich auch für euer Zahnfleisch, wenn ihr das verletzt. Deswegen, Mundmucosa, aber auch Darmmucosa, heilt ja abartig schnell, wenn die Nährstoffe stimmen. Weil wenn der Speichel natürlich schlecht ist, weil eure Ernährung schlecht ist und weil ihr einen Mangel an Mineralien habt und an Proteinen und so weiter, dann ist der Speichel entsprechend schlecht. Oder ihr habt viel Stress, dann kann man dieses Dry-Mouth-Syndrom bekommen. Das bedeutet, ihr produziert nicht 1,5 Liter Speichel pro Tag, sondern nur 300 Milliliter. Das heißt, ihr habt die ganze Zeit einen furztrockenen Mund, sagt man da bei uns. Und dann könnt ihr nicht gescheit verdauen, außerdem schmeckt alles nicht mehr gut und das Immunsystem wird schlechter und ihr seid kariesanfälliger, weil natürlich Speichel alles eigentlich drin hat. Das ist quasi wie so eine Art Wunder, man nennt es auch das Miracle Fluid, weil es eben so tolle Sachen enthält. Also unfassbar eigentlich, wenn man das genau erforscht. Und die Forscher haben es nicht hingekriegt, Pellikel nachzubauen, Speichel wirklich genau nachzubauen. Okay. So wie Meerwasser. Ja. Das kann man auch nicht. Also sind alle Elemente eigentlich verfügbar da drin. Das ist, die Natur kann es am besten. Aus was besteht ein Zahn genau? Also was ist der Hauptbestandteil? Aus was besteht Zähne? Vor allem vielleicht die Unterschiede zu klären, Kinderzähne versus Erwachsenenzähne versus alte Zähne, unter Anführungszeichen, also von älteren Menschen. Sind schon eigentlich alle ähnlich aufgebaut, also hauptsächlich natürlich, es ist im Endeffekt eine Kollagenstruktur, es ist wie bei allem in eurem Körper, es ist ein Stützgewebe drin, das ist Kollagen. Also Protein, beziehungsweise Peptide und Protein. Ja genau, Kollagen, Peptide, Stützgewebe einfach. Ja. Und natürlich sehr, sehr viel Mineralien, Hydroxylapatit ist drin. Und dann ist es ja sind verschiedene Ebenen. Also in der Zahn ist so aufgebaut, von innen kommt ja der Nerv rein. Und das Carbon da innen drin nennt sich Pulpa. Da ist Nerv drin, Blutversorgung, Lymphversorgung drin.
Dann kommt im Endeffekt das Zahnbein, Dentin, das ist aufgebaut, so ganz kleine Kanälchen. Mhm. Pro Millimeter Quadrat hast du 30.000 bis 75.000 kleine Kanälchen. Und außenrum, das, was ihr eigentlich seht, ja, ja, das nennt sich Zahnschmelz, Enamel. Und das ist primär, das sind primär Mineralien tatsächlich. Hydroxyl, das ist das, was alle kennen, vor allem von den Zahnpasta-Werbungen. Genau, aber da ist auch Magnesium drin, da ist alles drin. Aber da ist ja nicht unbedingt Fluorid drin. Genau. Insofern. Also sehr viele alkalische Mineralien, oder? So wie Magnesium, Kalium, Calcium und so weiter. Alle organischen Mineralien sind da drin, ja, genau. Es ist okay. Hart, also die Härteskala von einem guten, sauberen Zahnschmelz ist Skala 5, wie Granit. Okay. Jetzt gibt es aber Patienten. Auf welcher Skala? Rockford oder was? Wie heißt die Skala? Fällt mir gerade gar nicht ein, aber. Ich glaube Rockford, so wie bei den Messern, glaube ich, ja. Kann irgendwie so sein, aber es ist auf jeden Fall wie Granit, Level 5 oder Grade 5. Ja. Und es gibt aber natürlich viele Patienten, die haben diese weichen Zähne, oder es gibt sogar eine Krankheit in der Zahnmedizin, die nennt sich Molaren, also Backenzahn, inzidiven Hypomineralisation oder auch Kreidezähne, Chalk Teeth auf Englisch. Und da ist eigentlich relativ klar in der Studienlage, das wird aber leider in der Uni noch nicht so gelehrt, dass das was mit einer Glutenintoleranz zu tun hat, Zöliakie 100%, mhm, ja. Glutenintoleranz ist meiner Sicht fast das Gleiche, weil man vielleicht stark ausgeprägt. Wieso glaubst du, weil man die Nährstoffe nicht gut aufnehmen kann, genau, oder? Ja, das ist eigentlich logisch. Ich meine, du weißt ja, die ganzen Phytate und so weiter in Getreide, das sind eben ja Absorptionsräuber, also klauen euch die Mineralien oder verhindern die Aufnahme der Mineralien, das ist das eine. Aber auf der anderen Seite natürlich auch chronische Entzündungen im Magen-Darm, die bei vielen Leuten ja auftreten, durch zum Beispiel glutenhaltige Getreide, Leaky Gut, und dann wird auch wieder weniger aufgenommen. Mhm. Und dann kriegst du eben weiche, das ist wirklich, wenn ihr das mal live gesehen habt, das ist krass. Ist wirklich weich? Ja, der ist weich wie Butter. Okay, ja, Wahnsinn. Das kannst du den so rauskratzen, den Zahn, den kannst du knicken, der ist kaputt. Das Gute ist, du kannst ihn, wenn man es früh genug erwischt, kann man es remineralisieren, und ich versuche immer den ganzen Kollegen und so weiter auch beizubringen, oder auch wenn mich irgendwelche Mütter fragen oder so, was ist, wenn da ein Loch entsteht? Natürlich, klar, eure Ernährung muss stimmen, aber immer als erstes Glutenintoleranz oder vielleicht Zöliakie sogar diagnostizieren lassen und Vitamin D3-Mangel. Das sind die beiden Dinge, und Vitamin D3 ist natürlich auch erst in den letzten 10 Jahren deutlich in der Forschung gestiegen. Also als ich Zahnmedizin studiert habe, gab es kein Wort darüber. Ich würde mal sagen, so 2009 oder so kommen so nach und nach die Studien. In den letzten 2 Jahren ist es immens geworden, da gibt es sehr, sehr viel. Einfach eigentlich bei PubMed. Vor allem mit K2 kombiniert in Form von MK7, weil die Halbwertszeit doppelt so groß ist wie MK4. Immer. Also, K2 ist ja der Supervisor für Vitamin D und sagt, wo es hingehen soll. Ja, genau. Also Magnesium sagt eigentlich, wo es hingehen soll. Vitamin K2 ist eher der Fahrer, der beschreibt sich so, dass Vitamin D3 sind im Endeffekt reserviert halt quasi Kalzium zurück aus dem Darm, aus den Nieren. Und wenn du es dir jetzt vorstellst wie so eine Autobahn, dann willst du ja nicht, dass die Ziegel im Gefäß rumliegen. Ja? Gleichzeitig aktiviert Vitamin D3 eben 2 Transportsysteme. Das MGP und Osteokalzin sind 2 Enzyme. Du stellst mir so vor, das sind 2 Laster. Ja? Mhm. Und die würden jetzt diese Backsteine aus dem Gefäß in Knochen oder auch in die Zähne transportieren. Und der Fahrer dafür ist Vitamin K2 und der Beifahrer ist Magnesium. Ja. Und dann transportiert es das dahin und funktioniert dann auch. Und dann kannst du es natürlich über Bohr noch die Halbwertszeit von Vitamin D3 verlängern. Wenn du MK7 nimmst, funktioniert es besser als MK4. Oder ich meine, Menakinone sind eine ganze Untergruppe von K-Vitaminen. Und darauf basiert im Endeffekt ja auch das Bone Healing Protokoll, das ich mal entwickelt habe. Nur auf sehr, sehr hohen Dosierungen natürlich. BHP, BHP, Bone Healing Protocol. Kannst du kurz drauf eingehen? BHP? Ja. Ja, BHPL, das habe ich mir mal getrademarkt irgendwann vor 10 Jahren oder so. Geh mal kurz drauf ein, was ist das genau? Was ist dein BHP oder BHP? Eigentlich im Nachhinein ist es scheiße, dass ich es Bone Healing Protocol genannt habe. An sich ist es eigentlich ein generalisiertes Immun- und Recovery-Protokoll, weil das ist im Endeffekt, es ist natürlich aufgebaut auf hochdosierten Vitamin D3 damals, 20.000 Einheiten pro Tag, was eigentlich nur 2 Stunden Sonne sind, mit den ganzen Kofaktoren, inklusive den aktivierten B-Vitaminen und noch viel, viel mehr, also das Feintuning der Mikronährstoffe, aber es basiert halt auch vor allem auf dem Ernährungsdesign-Konzept, und das ist einfach, was ich auch natürlich bei den ganzen Zahnärzten und Ärzten unterrichte, ist, wir denken von groß nach klein, also von Makro nach Mikro. Vitamin D3 bringt dir allein gar nicht so viel, wenn die Basis nicht funktioniert. Insofern
die Ernährung ist die Basis, Food first, und dann on top eben Feintuning mit dem Boning-Protokoll. Da, wie du schon gesagt hast, also D3, K2, Magnesium. Heute ist es ja eigentlich schon in aller Munde, wie in meinem Buch. Aber damals war das wirklich Neuland und es hat auch sehr lange gedauert, bis die Zahnmedizingesellschaft das mal so ein bisschen akzeptiert hat. Aber noch immer weit davon entfernt, oder? Weit davon entfernt noch immer. Warum? Das wäre eine Frage, die können wir vielleicht vorziehen, weil es schon zweimal vorkommen ist. Was ist der Unterschied zwischen biologischer Zahnmedizin unter Anführungszeichen und Schulmedizin? Warum lernt man nicht gleich, sag ich mal, das Bessere? Woran liegt es? Ist es einfach das Curriculum noch nicht so weit oder ist es schwer, das systematisieren oder sind da so viele Regulatoren in Deutschland, Österreich oder generell in Europa? An was liegt es da wirklich? Nee, das ist einfach nur langsam. Also die Zahnmedizin, die Approbationsordnung in Deutschland für die Zahnärzte hatte sich bis 2019, seit 1954 nicht verändert. Das heißt, was mein Vater als Zahnarzt studiert hat, war das gleiche, was ich studiert habe. Und mein Vater hat mir schon gesagt, im ersten Semester, was du da gerade lernst, war schon veraltet, als ich es gelernt habe. Wahnsinn. Das ist einfach die Eintrittskarte. Und das ist auch nicht schlecht oder so, weil du musst ja im Endeffekt das Handwerk auch die Basis lernen. Ja. Das ist eine Eintrittskarte. Dennoch, aus meiner Sicht, muss in Zukunft die Schulmedizin in diese Richtung denken, dass man auch mal Ernährung mit ins Protokoll nimmt. Also du lernst als Arzt oder Zahnarzt in der Uni nichts über Ernährung. Das ist klar, ich habe Biochemie studiert, ich habe Physik studiert, ich habe alle Naturwissenschaften, musst du ja studieren. Und das hat natürlich einen großen Mehrwert gebracht, dass ich damals schon Krafttraining gemacht habe und mich mit Supplements und damals schon beschäftigt habe mit Ernährung. Aber alle anderen juckt es nicht, da geht es nur darum, den Schein zu machen. Ja, danach bist du halt Zahnarzt und es wird nicht so korreliert. Weißt du, hast morgens Physik in der Uni und lernst dann, dass du eigentlich kein Gold neben einem anderen Metall einbauen sollst und am Mittag machst du dann in der Uni. Das ist das Problem. Und es ist super, super langsam, das ganze System. Was auch nicht schlimm ist, aber der gute Teil ist eben, da ich eben so stur geblieben bin mit diesem Thema biologische Zahnmedizin am Anfang, wurde ich ja nur attackiert. Ja, als ich das auf Vorträgen gehalten habe, quasi auf Implantatkongressen. Alle Pioniere. 30 Minuten nach jedem Vortrag nochmal auf die Probe gestellt und fertig gemacht oder Shitstorm, was auch immer. Das ist ja alles Standard. Ja. Jetzt ist es aber so, dass durch so Themen wie Vitamin D3, da haben die so ein bisschen aufgehorcht, meine Kollegen. Das konnten sie sich ein bisschen mehr vorstellen. Und heute ist es so, weil ich eben in diesem Bereich Keramikimplantologie einfach wahnsinnig weit vorne bin weltweit, einfach da sehr, sehr viel gemacht habe. Das ist ja High-End-Handwerk. Dadurch und auch sehr, sehr viel Research in dieser Richtung mache, habe ich natürlich ein Standing bei meinen handwerklichen Kollegen schon mal, weil das können die noch nicht oder das wollen die noch lernen. Und ich kann jetzt eben immer Vorträge halten, wo ich Dinge aus der funktionellen Medizin oder eben aus der Ernährungsmedizin oder Mikronährstoffe über die Hintertüre dann quasi leere. Und jetzt ist es so mittlerweile, dass mich die Magazine, die früher vielleicht abgelehnt haben, Artikel von mir zu veröffentlichen, schreiben mich aktiv an und sagen, Mann, das Thema optimale Ernährung für Knochenregeneration, Osseointegration von Keramikimplantaten fasziniert uns, können Sie uns da mal einen Artikel drüber schreiben. Also jetzt kommen die Mainstream, weil ich das sozusagen über die Hintertür reinpacke. Das Wissen kommt zu langsam an und jetzt fängt es nach und nach an, Trend zu werden. Heute ist es so, dass alle meine Freunde aus der Uni sind eigentlich fast schon ausgebildete Spezialisten von uns, aber es hat jahrelang gedauert und aber jetzt bin ich mir sicher, dass wir so nach und nach die Evolution machen können. Und natürlich auch durch das Buch war jetzt im Endeffekt eigentlich sehr, sehr gut auch. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm eigentlich. War nicht mal meine Idee, ein Buch zu schreiben insofern. Okay. Aber es wächst halt. Die Mission, gesund beginnt im Mund oder eben so vielen Leuten wie möglich diese Evolution der Zahnmedizin zu zeigen, wird immer größer und größer und ja, macht Spaß. Cool. Du hast vorher gesagt, ein paar Magazine wollten deine Artikel gar nicht veröffentlichen. Zum Beispiel wie Root to Disease. Ja, das war der erste, den ich geschrieben habe. Wurzelbehandlung aus biologischer Sicht hieß der. Genau. Der hat auch sehr, sehr viel Research hinten drin. Gibt es ja auch eine Doku, die aufs Netflix genommen worden ist, 2019, glaube ich. Root Cause. Der hieß Root Cause, genau. Ja. Der wurde 2019 rausgenommen. Genau, bei dem Artikel Wurzelbehandlung aus biologischer Sicht oder halt Root to Disease geht es im Endeffekt um diese medizinische oder funktionell-medizinische Sicht auf Wurzelbehandlung. Und den hatte ich damals bei der ZMK eingereicht. Die ZMK ist quasi das Magazin für Zahnärzte,
sozusagen jeder Zahnarzt nach der Uni, wenn er in der Kammer angemeldet ist, kriegt es einfach zugeschickt. Es muss quasi nicht bezahlen. Es hat also eine riesige Reichweite. Und da wollte ich es einfach veröffentlichen. Und der Professor hat mir damals auch nett zurückgeschrieben, hat geschrieben, super recherchiert, toller Artikel, können wir aber nicht veröffentlichen. Okay, schade. Dann habe ich über Ömos, das ist die größte Zahnmedizin-Online-Plattform und Kongressorganisation, die haben das faszinierend gefunden und haben das online gestellt damals. Mhm. Und über Nacht war das der meistgelesenste Artikel aller Zeiten. Und dann haben die halt gemerkt, oh wow, hat Interesse. Und dann haben die diesen Artikel genommen und in einem ihrer Magazine veröffentlicht in der, jetzt kommt's, in der Fachzeitschrift für Wurzelbehandlung. Okay. Und haben dem Professor damals gesagt, hey, lies den Artikel von Nischwitz auf Seite 20 und gib deinen Senf dazu. Und dann hat der Professor für Wurzelbehandlung, also ist dem sein tägliches Brot, ja, hat dann quasi auf Seite 1 geschrieben, dass ich auf Seite 20 einen Artikel habe und wie scheiße der ist. Aber das war dann cool, weil das hat so ein bisschen angefangen damit. Das ist ja auch schon wieder fast 10 Jahre her. Und, ja, aber fast 10 Jahre ist gar nicht so lang. Wir leben in Zeiten, wo Fahrzeuge am Mond sind oder am Mars und die Leute noch immer nicht genau wissen, was die Root Cause ist von Schmerzen. Ja, genau. Und das, darum geht es ja. Im Endeffekt geht es darum, dass wir heute irgendwann alle wissen, hey, gesund beginnt im Mund, schaut auch mal in den Mund rein, vergiss den Teil nicht, den Teil kann man auch als einziges eigentlich nicht weghacken. Also wenn da schon handwerkliche Sachen gemacht wurden, wie zum Beispiel Metalle drin, Wurzelbehandlung, Nikos, dann muss dann einfach ein Spezialist dafür sehen, leider, der das wieder repariert und wieder auf Null dreht, die Zeit zurückdreht. Und du kannst noch so viel machen und du wirst dich besser. Und das war ja auch dieser Film Root Cause, der da runtergenommen wurde von Netflix. Ja, der hat alles optimiert, glaube ich, aber die Zähne nicht. Also die Zähne ausgelassen. Ja, der Fraser, genau, eigentlich ein Typ so wie wir oder ein junger Kerl, war bis zum Schamanen ist er eigentlich gegangen. Also so richtig die Biohacking, Health Optimization durch, alles was ging, wahrscheinlich Hyperbaric, Red Light, alles halt, alles, Ernährung und immer noch nicht fit. Also er hätte eigentlich Superhero sein müssen, war es aber nicht. Und dann war es nur ein toter Zahn der Einser. Das Witzige ist, ich habe letztens ein Interview gegeben mit einer integrativmedizinischen Klinik in New York und die Klinik hat ihn damals diagnostiziert mit dem toten Zahn und zum biologischen Zahnarzt geschickt. Also ist schon ein enger Kreis hier so. Wie schaut es aus? So das wäre die nächste Frage. Das wäre die nächste Frage. Wie viel biologische Zahnmediziner gibt es Europa bzw. weltweit? Also es gibt schon sehr, sehr viele biologische Zahnärzte oder ganzheitlich, also nicht sehr, sehr viele, aber sagen wir mal 1% der Zahnärzte nennen sich ganzheitlich oder so. Okay. Wir machen ja was Neues. Für mich ist das biologische Zahnmedizin 2.0, wie ich am Anfang schon gesagt habe, die Verschmelzung von absolutem Hightech-Zahnmedizin-Handwerk mit Keramikimplantologie, mit allem High-End, plus Functional Medicine, plus Gesundheitsoptimierung oder Health Optimization. Das zusammen ist das Nächste. Und da spielt eben viel mehr nur rein als nur das High-End-Handwerk. Und die meisten biologischen Zahnärzte haben den Teil halt noch nicht so drauf, wie sieht es mit der Ernährung, mit dem Lifestyle, mit der Natur, mit diesen ganzen Sachen drumherum aus. Das habe ich meistens als gute Personal Coaches oder Heilpraktiker, ich bin auch noch Heilpraktiker, haben das öfters mal noch viel mehr drauf. Und heute, man muss eben was Rundes draus machen. Und da haben wir ein Curriculum für die Keramikimplantologie, also für die Hightech-Zahnmedizin, wo man auch wirklich biologische Zahnmedizin schon relativ viel lernt und da haben wir bis jetzt 30 Stück, also 30, die ich wirklich geprüft habe, mündlich, schriftlich und wo ich dann das Gefühl habe, okay, die Jungs oder die Mädels, die kann ich empfehlen, da stehe ich dahinter. Und es ist 30, das ist natürlich ein Witz. Ja, und wie lange gibt es das schon? Wie lange gibt es das schon? Das Curriculum gibt es seit 2016. 2016, okay. Aber das ist halt auch sehr, sehr... Das heißt ja, 6-7 Leute pro Jahr. Wahrscheinlich, ja. Das Ding ist halt, für das Curriculum musst du, weil es ja auch Keramikimplantologie beinhaltet, also da haben wir quasi als Auflage, dass du auch 100 Keramikimplantate schon im Mund bei dem Patienten gesetzt hast. Okay, das dauert einfach. Die dann auch versorgt hast und noch mit einem Röntgenbild und musst ein ganzes Buch abgeben von diesen ganzen Fällen. Und allein das wird wahrscheinlich, wenn du Vollgas gibst, kannst du vielleicht im Jahr schaffen. Mhm. Aber da muss schon brutal sein. Ja. Aber haben schon ein paar geschafft im Jahr, also ist kein Thema. Und genau, aber das muss natürlich noch viel, viel mehr höher skaliert werden. Und das ganze Ding ist, was du mich ja gerade gefragt hast noch, der Unterschied zur konventionellen Zahnmedizin ist eben, aus meiner Sicht der biologischen Zahnmedizin, sind diese Wissenslücken, die eben fehlen. Ja, dass man eben nicht nur handwerklich guckt, sondern guckt, okay, was macht eine Wurzelbehandlung aus biologischer Sicht? Warum sind Metalle heute problematisch? Warum brauchen wir Alternativen?
wieso, was ist überhaupt eine NICO oder eine Cavitation oder eine F-Doc? Das lernst du ja in der Uni nicht. Mhm. Und das kannst du aber auch relativ gut einfach so schulen, ohne jetzt alles immer in Persona zu machen. Insofern, nämlich arbeite an verschiedenen Projekten, die das Ganze dann auf jeden Fall hochskalieren werden, weil es eben durch diese Arbeit mit dem Buch und durch die ganzen Podcasts und unendlich viele Interviews ist jetzt der Demand da. Also es gibt unendlich viele Anfragen von Zahnärzten, von Patienten auf der ganzen Welt. Also wir brauchen wirklich eine Armee von dieser Art von biologischer Zahnmedizin. Okay. Ich kann da gar nichts reißen. Das ist auch nicht meine Aufgabe, ist das zu lernen und eben so vielen Leuten wie möglich zu helfen. Und wenn man das rechnet, können vielleicht 30.000 Leute operieren, aber wenn wir 1.000 Leute ausbilden, können wir 30 Millionen Leute operieren und noch mehr. Und das ist natürlich die Idee. Cool. Karies. Was ist Karies? Ja, Karies ist ein Loch im Zahn. Ja. Okay, wie entsteht das? Weil viele glauben ja, okay, ein Wort von dir oder ein Satz habe ich aufgebracht, Süßes macht sauer und sauer macht krank. Was heißt das für dich? Ja, da geht es natürlich auch noch um deinen pH-Wert und alles drum und dran. Genau, das stimmt ja im Endeffekt auch. Süßes hat oftmals einen extrem sauren pH-Wert. Ja? Zum Beispiel Cola hat einen pH-Wert von, jetzt lass mich nicht lügen, sagen wir mal 3,7 oder so. Ja, Magensäure fast. Ja. Orangensaft 3,2. Ja, und das macht natürlich dann dementsprechend sauer deine Zähne kaputt und auch wieder krank. Und dein ganzes System natürlich, also es ist ein pH-Wert. Und dein Speichel zum Beispiel im Mund ist extremst fein, wenn es um den pH-Wert geht. Also der wird die ganze Zeit neu eingestellt. Also die Pufferkapazität von deinem Speichel ist immens, weil du ja quasi jegliche Mahlzeit immer wieder puffern musst. Ich glaube, es passiert alle 10, 15 Minuten wird es gepuffert durch Mineralien. Aber durch Alkalisierung. Ja. Genau. Also heißt Magnesium, Kalium, Calcium, alle alkalischen Mineralien puffern diesen Säurebasenhaushalt. Ganz genau, so wie man das ja auch nach dem Training braucht oder generell braucht für die Ernährung. Du kannst das Mundmikrobiom oder den Mundraum kannst du als kleines Universum deines großen Körpers sehen. Mehr ist es nicht. Mhm. Und das ist wieder, unser Körper ist wieder ein kleines Universum im gesamten Weltuniversum. Und umso diversifizierter und umso natürlicher und umso harmonischer das funktioniert, umso besser. Und natürlich muss der pH-Wert eingestellt sein. Zu viel Säure macht immer krank. Egal welche chronische Erkrankung, hängt natürlich auch immer mit dem pH-Wert zusammen. Ist es keine Strategie, dann Basen einzunehmen und die Magensäure zu puffern, das ist völliger Blödsinn. Alkalisieren, so wie du es gerade gesagt hast, über Mineralien, über Gemüse, was auch immer, ist der Trick dabei, damit du eben gesund bleibst. Und die Karies, weil du damit ja angefangen hast, man lernt ja als Kind oder weitläufig, glaube ich, dass die meisten Leute denken, dass Karies und Baktus Zucker nehmen, zu Säureverstoffwechsel oder quasi einfach Zucker nehmen und dann da Löcher in den Zahn reinhacken. So wird es auf jeden Fall meinen kleinen Jungs da draußen erklärt. Das ist ja auch nicht unbedingt falsch, weil ja eben Zucker natürlich das Milieu verändert und natürlich den pH-Wert verändert und natürlich es ein paar Kernkeime gibt, die Zucker verstoffwechseln und dementsprechend natürlich stärker arbeiten können, mehr Stoffwechselprodukte haben und sich dann gerne reinfressen. Allerdings ist der Zahn erstmal hart wie ein Stein. Und wenn der hart ist wie ein Stein, und dann können Bakterien dem gar nichts anhaben. So, wir müssen erstmal hinkriegen, dass der Zahn weicher wird außen. Also, dass der sozusagen eine Art, ja, Entmineralisierung bekommt. Das Schöne ist, der entmineralisiert sich eben die ganze Zeit. Ja, immer wenn ihr esst, verändert sich das. Und wenn ihr jetzt einen Mineralienmangel habt, ja, weil ihr zu wenig Magnesium oder Zink oder was du eben gerade gesagt hast, in eurer Ernährung habt, was der Standard ist heutzutage, weil die Böden das gar nicht mehr hergeben, dann demineralisiert ihr den Zahnschmelz die ganze Zeit und habt dadurch quasi Eintrittspforten für diese Bakterien, die dann wieder mit der falschen Ernährung auch natürlich da ihre Löcher bohren können oder halt einen höheren Stoffwechsel haben. Und außerdem ständige Blutzuckerschwankungen und ständiges Insulin hoch und runter macht Stress in eurem Körper, Stress puffert euren Speichel, also macht weniger Speichelproduktion und verändert den pH-Wert generell. Insofern ist es sehr, sehr wichtig, wieder bei der Ernährung anzufangen. Also es ist alles, was wir hier gerade erklären, ist eigentlich immer ein rundes Konzept. Ja. Alles, was mir aus dem Mund, gesund beginnt im Mund, im Sinne von, was können wir da reinpacken, also Essen, nach Makro, nach Mikro, aber auch, was ist da für ein Schrott drin, den wir rausnehmen müssen. Genau, im Prinzip der Via-Negativa ist sehr, sehr gut. Das heißt, was kann ich weglassen, um schneller mal an mein Ziel zu kommen, nicht, was kann ich noch zuführen. Viele wollen immer, okay, ich will zuführen, aber vergessen, viel einfacher wäre es, okay, was könnte ich minimieren, um noch schneller mein Ziel zu kommen, wie Gluten, Zucker, Alkohol, Stress rauslassen mal.
Das ist viel einfacher als, okay, was kann ich zuführen? Genau, also exakt. Der Start beim Ernährungskonzept ist auch immer, oder auch bei der Vorbereitung auf unsere Termine, ist immer Elimination von den Kernstressoren, oder ich nenne das Core for Krankmacher, Signer, was auch immer. Das ist, wie du schon gesagt hast, glutenhaltiges Getreide, einfach mal pauschalisiert. Ja. Ja, das ist nicht für jeden, aber jetzt lass das mal pauschal sein. Ganz, ganz wichtig ist immer raffinierte Speiseöle, also pflanzliche Öle, das ist eine Katastrophe. Raffinierte Öle, sechsfach, dreifach raffiniertes Rapsöl oder Sonnenblumenöl. Ja, es gibt tolles, kaltgepresstes Sonnenblumenöl, aber leider sind die meisten Sonnenblumenöle eben raffiniert und dreifach raffiniert. Da muss man ein bisschen unterscheiden. Genau, aber im Endeffekt ranziges Fett, frittierte Sachen, Fertigprodukte enthalten meistens irgendwo raffinierte Speiseöle. Und das Problem ist, im Vergleich zu Zucker, den ihr natürlich auch in den Core 4 drin habt, Zucker, wenn ihr zum Beispiel sportlich seid oder Kinder seid, kann man verstoffwechseln. Zucker, eine Glucose, wird kurz vor Stoffwechsel, die brenne ich dir durch. Außer ich sitze nur und habe schon sehr, sehr viel Körperfett. Aber ansonsten ist Zucker wahrscheinlich das am wenigsten Schlimme von all den Dingen. Und natürlich Kuhmilch, konventionell gesehen. Eine Kuhmilch von der Weide, eine rohe Milch, ist was ganz anderes. Aber ich pauschalisiere es auch auf konventionell, weil allein wenn ich dir das jetzt erkläre, warum Kuhmilch ein Problem ist, nervt mich das schon. Und deswegen einfach Kuhmilch wird generell gemieden. Es ist auch sau, sau schwer, rohe Milch zu bekommen. Rohe Milch funktioniert viel, viel besser. Rohe Milch von einem Weiderind ist im Endeffekt das Immunsystem für das Kalb und hat aber auch für uns als Mensch tolle Immunfaktoren. Aber du weißt ja selber, Überzüchtung... Ja, globalisiert ist es oder pauschalisiert wäre es einfach, alles zu minimieren und dann schrittweise, wenn es dir gut geht, rückzuführen und schauen, okay, passt es für mich oder passt es nicht. Wenn mich viele Kunden fragen, okay, warum ist Sonnenblumenöl so schlecht oder raffinierte Öle, meine Erklärung: Zucker kannst du verstoffwechseln, wenn du bei uns im Training bist, Sonnenblumenöl nicht. Punkt. Wenn es raffiniert ist. Wenn es raffiniert ist, genau. Ja. Ein steirisches Kernöl ist sicherlich gar nicht so schlecht. Ja, tolle Qualität. Aber in Maßen halt. Genauso Sonnenblumenöl. Aber die meisten, hast recht, die sind einfach raffiniert. Das ist eine Katastrophe. Und die führen einfach zu einer Entzündung. Und die muss halt dann dein Immunsystem oder dein Nervensystem wieder tolerieren. Insofern wird es ein kleines bisschen das Training minimieren oder limitieren. Insofern minimier den Mist. Und bei Kuhmilch ist es wirklich echt schwierig, weil da halt einfach auch so viele veränderte Strukturproteine drin sind, genauso wie beim Gluten. Homogenisiert, sterilisiert. Was meinst du? Homogenisiert, sterilisiert die Milch, da ist ja eigentlich nichts mehr drinnen, was irgendwie gut sein könnte. Das ist das eine. Dann musst du immer noch bedenken, dass natürlich die Kühe damals für den Ertrag verändert wurden, also die originalen Kühe, Milchkühe. 1-2-Kaseine. Und deswegen ist natürlich für viele Leute auch Whey-Protein schwierig, jetzt gerade für eure Athleten. Das geht vielleicht noch, aber das kann natürlich sein, dass ihr euch damit nichts Gutes tut oder dass es zur Not nur rausfurzt sozusagen. Bei mir zum Beispiel. Also ich messe ja, oder wie du auch, CGM, also für alle, die es nicht wissen, kontinuierliche Glukosemessung. Ich habe damals getestet Reisprotein, Erbsenprotein und Whey-Protein. Whey-Protein, vier verschiedene Arten, also wirklich hydrolysiertes, Iso-Whey, alle möglichen Sachen. Weide-Whey, und obwohl Whey-Protein eigentlich keine Kohlenhydrate hat, wie es auf jedem Label draufsteht, weil eigentlich keine Laktose mehr drin ist oder sehr wenig, hat es bei mir mehr Blutzucker ausgestoßen, als wenn ich ein Glas Nutella esse. Also Whey-Protein war bei mir durch die Decke. Whey-Protein hat nach dem Training, also muss sagen, nach dem Training war es generell ein bisschen höher, aber 55 bis 60 Punkte ausgelöst. Also quasi, sagen wir mal, wenn du normal bei 100 warst, dann ist es auf 150 hochgeschossen. Mindestens. Je nachdem, nach Training, manchmal sogar auf 200 und ist dort eine halbe Stunde oben geblieben und dann erst wieder gedroppt. Also das ist dann, müsste ich dir tatsächlich auch die Diagnose stellen, dass du das auf gar keinen Fall essen kannst. Bei mir macht das gar nichts aus. Ich kann tatsächlich Whey und all die Sachen, weil das Mikrobiom gut geworden ist, gut für Stoffwechsel. Das war bei mir vor 2,5-3 Jahren. Also ich habe seitdem kein Whey mehr getrunken, weil es mir nicht gut getan hat. Ich glaube, jetzt ist mein Mikrobiom auch schon viel, viel besser. Jetzt würde ich es auch hier und da vertragen. Aber generell die Aussage war so, es war Erbsen, Orangen, Quinoa und Whey-Protein war extrem nach oben. Quinoa ist auch interessant. Ja. Erbsen finde ich auch gut. Orangen ist häufig Zitrusfrüchte. Ja. Ja, und das ist halt so, das sind so extrem individuelle Sachen.
Genau. Aber es ist halt cool, dass man es damit rausfinden kann. Genau, also wir machen ja auch ganz viel über autonome Regulationstests oder kinesiologisch. Bin kein großer Fan von Alcat-Tests oder diesen ganzen so vielen Granulationstests für Ernährung. Weiß nicht, ob du das kennst, dass du dann quasi, du testest auf Ernährung und dann kriegst du eine immunologische Antwort und hast schon ungefähr 10 Seiten, was du alles nicht darfst. Ja, viel zu kompliziert. Im Endeffekt, lasst mal die schlimmsten Sachen weg. Ganz simpel, was wir gerade gesagt haben, Zucker, ja, glutenhaltiges Getreide, konventionelle Milchprodukte, außer Butter und eben raffinierten Speiseöl. Da habt ihr echt schon mal die halbe Miete. Und dann guckt ihr eben noch, und da kann euch der Niki ja ganz perfekt beraten, dann guckt ihr im Endeffekt noch, wie, also ich nenne das Denken in Nährstoffen, wie strukturiert ihr eure Makronährstoffe, damit das noch passt. Bei mir ist das wichtig in der Praxis, weil ich eben unterschiedlichste Mindsets an Patienten habe. Also ich nenne das Frequenzen. Ja, der eine ist ein Veganer, der andere ist ein Vegetarier, der dritte ist ein Veganer, der vierte macht Paleo, der fünfte Keto. Zum Glück kenne ich all die Dinge und habe die alle ausprobiert und kann Lösungen geben. Aber ein Level weiter ist einfach eben Denken in Nährstoffen, weil ich kann dem Veganer auch erklären, wie viel Protein er pro Tag essen muss und wie er das dann am besten reinkriegt. Kann es ihm sogar in Ketogen erklären. Ist halt alles komplizierter und nicht so idiotensicher, wie wenn man es mit Tier macht. Nummer 1 Priorität allen immer Qualität und Achtsamkeit. Genau, es funktioniert alles, wenn es funktioniert. Das ist mal Punkt 1. Also sehr pragmatisch bleiben. Wenn es funktioniert, funktioniert es. Egal wie. Ja. Punkt 2 ist, auch Veganer, Peganer, egal wer es ist, es funktioniert, aber es ist mehr Aufwand und du musst dich noch besser auskennen als Veganer. Also ich habe sehr viel Veganer, egal aus was für Gründen, du musst dich einfach besser auskennen. Vegan ist nicht, glutenfreie Oreo-Kekse zu essen oder so, nur weil vegan und glutenfrei draufsteht, sondern meine Mutter ist, oder meine Großmutter ist eigentlich aus Indien und davon weiß ich es auch, die fermentieren, die tun sehr viel Soaking, Sprouten, also sehr keimen und einweichen von Linsen, Bohnen, Erbsen, alle Hülsenfrüchte, die generell nicht schlecht sind, aber sehr viel Antinährstoffe enthalten. Und durch dieses Einweichen und so verlieren die sehr viel Antinährstoffgehalt. Das heißt, die sind besser verdaulich, noch immer nicht optimal meiner Meinung nach, aber schon viel, viel besser. Und wenn man dann das Aminosäurenprofil hochhalten möchte, kombiniert man einfach alle oder kombiniert man sehr viele Hülsenfrüchte. Plus im besten Fall hat man auch ein hochqualitatives Reisprotein, Kollagenpeptide und Aminosäuren als Drink und dann haben wir eigentlich als Veganer schon mehr als die halbe Miete. Exakt so mache ich das auch. Weil Lektine und so weiter, ich meine, Gluten ist auch nichts anderes als ein Lektin und früher haben wir uns noch die Zeit genommen, Sauerteigbrot zu machen und 3 Tage mit Naturhefe gehen zu lassen und dann ist das auch entschärft. Zum Beispiel für mich, wenn ich das jetzt esse, wir haben einen Bäcker in Tübingen, die machen noch Oldschool-Brot. Okay. Fermentiertes Sauerteigbrot in allen Varianten, du kannst die Weizengehälter aussuchen und ich reagiere zum Beispiel witzigerweise noch allergisch auf Roggen, aber Weizen macht überhaupt nichts, wenn es fermentiert ist bei mir. Okay. Spiked mein Blutzucker gar nicht, kann ich ein Kilo essen, weil ich wahrscheinlich sehr, sehr, durch den Sport natürlich sehr, sehr kohlenhydrattolerant bin. Ich kann quasi während dem Training 100 Gramm Dextrose trinken und mein Blutzucker bleibt flatline, also da ändert sich wahrscheinlich nichts. Wie schaut es aus mit Xylitol, also Birkenzucker? Also Fürs Mikrobiom und für den Blutzuckerspiegel. Ja, also Süßungsmittel werde ich immer gefragt. Xylitol ist ja Standard in der Zahnmedizin. Xylit-Kaugummis. Ja. Xylit ist auch teilweise in der Zahnpasta, hoffentlich besser als Sucralose und die anderen Sachen. Xylit ist, was du gesagt hast, Birkenzucker. Das hat natürlich noch ein bisschen Kohlenhydrate drin. Das ist die Hälfte von normalen Haushaltszucker ungefähr, von Kalorien. Was das Gute ist, Bakterien, gerade die Anaerobier, wenn die es futtern, die platzen. Ja, die können es nicht verstoffwechseln. Insofern, eigentlich ist es ein Medikament. Ja, es ist antimikrobiell, genauso wie auch Stevia. Ich benutze beide als Süßungsmittel, auch bei unseren Produkten, aus diesen Gründen. Antimikrobiell und natürlich eben, wie gesagt, kein Insulinausstoß und so weiter und tötet Bakterien ab. Du musst allerdings auch wieder aufpassen. Antimikrobiell heißt ja auch, wir müssen Mikrobiomen aufpassen. Alle Bakterien, ja. Ich würde es jetzt nicht in Massen immer machen. Da ist wieder jeder individuell. Das ist wie Aktivkohle, oder? Das ist wie Aktivkohle, ist ja eigentlich auch nichts Schlechtes, aber Aktivkohle ist wie so Bazooka, es nimmt alle Nährstoffe und löscht einmal alle aus und nicht nur die guten oder die schlechten, sondern nimmt es organisch und schwemmt einmal alle aus. Ja, aber Aktivkohle ist tatsächlich wirklich die
ja, das kann man so sagen, das ist wirklich Shotgun-Approach. Ja. Das kann man kurz mal nehmen. Xylit würde ich sagen, kannst du immer süßen. Das geht, das ist nur massenabhängig. Okay. Du musst einfach individuell gucken, wie sieht es deiner aus, fühlst du dich im Bauch irgendwie schlecht oder nicht? Und das kann man auch hochtitrieren. Das ist das gleiche wie mit Sauerkraut. Das verändert dein Mikrobiom. Im Normalfall würde ich sagen, wenn du es niedrig dosiert anwendest, so wie du es halt brauchst, zumal was süßen, passt sich selber an und limitiert sich dann irgendwann. Ansonsten hast du halt ein bisschen Durchfall. Ja. Das ist auch nicht so dramatisch. Ja. Erythrit, ja, genau. Insofern, die Schwierigkeit ist immer bei diesen ganzen künstlichen Zusatzstoffen. Also viele Zahnpasten sind ja gesüßt mit Zucker, witzigerweise auch, oder Sorbitol oder irgend so ein Zeug, oder Zuckeralkoholen. Oder auch Sucralose, Sucrose, diese ganzen chemischen Süßstoffe. Da ist das Problem, dass das long-term immer Probleme auslöst. Das ist kurzfristig, merkst du das vielleicht gar nicht. Das wird jetzt dein Blutzucker wahrscheinlich nicht spiken. Ja, weil Sucralose ist ja 100-mal süßer als Zucker oder noch viel süßer. Also da braucht man ja nur in Summe eigentlich ganz wenig, oder? Ich würde sagen, Sucralose ist wahrscheinlich der am meisten verwendete Süßstoff, vor allem in Krafttraining, in Bodybuilding oder in normalen Standardsupplements, halt saubillig. Und süßt halt extrem, ja, wenn du das brauchst. Und wenn viele Leute eben sich noch normal ernähren, dann fangen die mit ein bisschen Stevia und Xylitol nicht so viel an. Das schmeckt für die noch nicht gut. Dann nutzen die Leute Sucralose, aber hat halt viele, viele gesundheitliche Nebenwirkungen. Deswegen würde ich das jetzt nicht zwingend empfehlen. Ja, also da würde ich extrem drauf achten und da einfach aufpassen, weil es muss nicht sein. Es gibt so tolle andere Sachen, die man machen kann. Da muss man auch die Patienten oder die Leute dann einfach ein bisschen schulen und sagen, hey, wir kümmern uns um das, wir kümmern uns um eure Gesundheit. Ja, es ist jetzt hier keine Süßigkeit oder irgendeine Süßstoff. Also ich muss ehrlich zugeben, als ich Student war, war auch so ein Opfer, das dachte, ja, Cola Light ist natürlich super geil und ich trinke davon halt literweise am Tag. Aber das musst du alles zahlen später. Ja, das musst du alles wieder reparieren, weil du weißt nicht genau, wie das Zeug wirkt. Und heute weiß man, Aspartam ist krebserregend und kann zu Parkinson, Alzheimer, neurologischen Problemen führen. Acesulfam und Aspartam, Aber das wäre es mir nicht wert. Ja. Ja. Unnötig einfach. Zahnimplantate. Welche sind die besten und wann wird ein Zahn überhaupt gezogen? Wenn er tot ist oder wurzelbehandelt ist, sagst du ja auch, man soll kein totes Gewebe im Mund lassen. Aber das machen die meisten noch. Genau, also da muss ich halt wieder unterscheiden. Was ist dein Ziel? Mein Ziel ist die optimale Gesundheit und ich behandle alle meine Patienten so, wie ich mich oder meine Frau oder meine Kinder oder meine Eltern behandeln würde. Sprich, ich gucke, was stört den Körper. Mhm. Und wir müssen einfach heute gucken, in der heutigen Welt, die eh schon super unnatürlich geworden ist, dass wir nicht im Mund auch noch Dinge installieren, die da nichts zu suchen haben. Wie zum Beispiel Metalle. Und ein Standard-Zahnimplantat bei 99,9% aller Zahnärzte draus, also sagen wir 99%, ist ein Titanimplantat. Titan ist wahrscheinlich noch das biokompatibelste Metall überhaupt. Aber dennoch ist es ein Metall. Und du willst heute keine Metalle mehr drin. Insofern, Aschaf, habe ich ja vorhin schon gesagt, mein Spezialgebiet ist Keramikimplantologie. Mhm. Und ich habe über 4000 Keramikimplantate gesetzt, so ungefähr 500 bis 1000 Stück pro Jahr. Und das ist für mich auch nicht das Ziel oder so. Ich bin nur durch dieses Keramikimplantat konnte ich das Konzept vervollständigen. Das ist quasi ein Tool in der biologischen Zahnmedizin, um eben abgestorbene Zähne oder was auch immer kaputt gegangen ist, biokompatibel zu ersetzen. Weil ganz kurz dazwischen. 500 bis 1000 Implantate pro Jahr sind 2 bis 3 Implantate pro Tag. Wenn du jeden Tag operierst. Genau. Nur 3 Tage die Woche. Deswegen sage ich, das heißt, das sind 9 bis 10 Leute in 3 Tagen. Nee, das ist, nee. Bei mir geht es um Qualität. Ich behandle maximal 2 Patienten pro Tag. Aber die haben dann mehrere Zähne. Es kann halt sein, dass es ein Patient ist, der 15 auf einmal kommt. Ja, das ist okay. Genau, bei uns ist es so aufgeteilt, das ist ja, meine Herausforderung ist, die Dinge zu machen, die kein anderer lösen kann. Mhm. Und handwerklich gesehen, insofern kriege ich natürlich dann die schweren Fälle zugeschanzt. Was ist ein schwerer Fall zum Beispiel? Ist schwerer, nebeneinander alle zu machen oder irgendwo oben, unten, links, rechts? Nee, schwer ist, das ist einfach nur das Skill-Level an Chirurgie, was du drauf hast und wie viel du halt gemacht hast. Ja. Schwerer bedeutet eher vielleicht, du hast Zähne, du hast den Mund voll mit Titanimplantaten, 5 wurzelbehandelte Zähne, chronische Entzündungen im Kieferknochen und dann musst du es wieder herstellen. Einfach was Großes, ein Größeres ist für mich als schwerer qualifiziert. Für mich persönlich ist es eh nicht mehr schwer. Ja. Das ist
das ist so meine Second Nature. Für mich ist das Spielen wie Lego bauen. Ich sehe den Fall. Vielleicht 10 Jahre früher musste ich mir das auch alles überlegen und dann war da Adrenalin ohne Ende. Aber wenn du das lang machst, das ist wie Skaten oder wie ein Trick lernen. Du machst das so oft und so oft und so oft. Das ist einfach nur eine Kunst irgendwann. Ja, du weißt, okay, Du musst das machen. Das sind Tools, die du gelernt hast. Das ist wie bei mir als Trainer so ähnlich. Früher, vor 6, 7 Jahren, sind Kunden gekommen. Ich habe nicht gewusst, okay, ein neuer Kunde, wie gehe ich mit dem um? Jetzt kommt ein Kunde, ich habe mein System und er kann kommen, wann er möchte. Und ist immer systematisiert und ich bin nicht mehr nervös und weiß, was ich zu tun habe als nächsten Schritt. Ja, ja, genau. Und das ist wahrscheinlich dann, irgendwann hast du es halt einfach gemeistert sozusagen. Und aber wie gesagt, wir sind ja 4 Zahnärzte in der Praxis jetzt auch und das ist dann halt so aufgeteilt, dass ich diese Fälle kriege. Also ich operiere nur noch. Ich mache zum Beispiel die Zähne oben drauf, also die Kronen, das nennt man die Zahnmedizin-Prothetik. Die Ästhetik, ich bin ja auch ausgebildet für ästhetische Zahlen, das mache ich alles nicht mehr. Das hat mir also Veneers und so weiter. Das hat mir alles Spaß gemacht, das ist auch eine schöne Kunst, aber ich konzentriere mich auf die Dinge, wo ich wirklich optimal, wo ich die Gesundheit so arg bewirken kann. Und das ist wo du den meisten Mehrwert hast für die Gesundheit. Genau, und das ist wirklich, dann habe ich einen Tag für die Patienten reserviert, wenn es ein großer Fall ist und wir besprechen daneben ja noch so viel mehr und was die alles währenddessen merken. Das ist ja das, was mir Spaß macht, denen zu zeigen, okay, guck mal, dein Parasympathikus geht an. Merkst du, wie dein Darmverspannung weggeht? Wie ist dein Nacken jetzt? Siehst du besser? Was kommen für Emotionen hoch? Was sind die Gefühle? Also da ist wirklich viel auf vielen Ebenen dabei. Das kann man sich so gar nicht vorstellen. Das hat mit Zahnarzt nichts zu tun. Und deswegen, deine Patienten in der Richtung werden eher jetzt nicht eher Freunde und Fans, weil die freuen sich mega lang drauf auf die Behandlung. Die haben natürlich eine andere Erwartungshaltung. Die sind viel, viel besser vorbereitet, die sind viel besser aufgeklärt, die haben natürlich extremere Fragen, die du auch beantworten musst. Aber auf der anderen Seite wollen die Resultate und ich auch. Und es ist eh schwierig, in die Praxis reinzukommen. Es gibt sehr, sehr viele Eintrittshindernisse deswegen. Aber dann, wenn die es geschafft haben, dann ist klar, hier wird 100% gegeben, das Beste, was nur irgendwie geht. Und dann erwarte ich natürlich auch für meinen Patienten, dass sie ihren Lifestyle ändern. Den ändern die schon davor, sonst kommt nicht rein. Ja. Weil dann weiß ich, der Teil läuft schon mal.